Hallöchen, willkommen zurück in der Challenge Large March. Wir spielen direkt fröhlich weiter, kriegen eine Bombe, ist okay. Und zwar spielen wir... So, ich kann euch jetzt mal das PhD zeigen. Wir warten kurz. Funktioniere. Ah, da steht's. Health up. Health up. Doch immer was Schönes. Oh nein. Noch eine Pille. Sie macht. Wir warten. Lack ab. Aber gerne doch. Ich weiß, dass wir nur gute Pillen kriegen können. Trotzdem. Ich warte lieber. Ich will nämlich jetzt zum Beispiel nicht Bombsack hier haben. Auch wenn wir da ein paar Schlüssel hätten, was ganz cool wäre, aber... Wir sind 12 Bomben doch lieber. Ja, wow! Noch einmal spielen wir. Oh. Auf 15 Münzen bleibe ich dann doch erstmal. Weil ich will theoretisch noch in den Shop gucken können. Ich brauchte dafür zwar einen Schlüssel, aber... Den Schlüssel können wir auch noch später kriegen. Justice. Moment, Justice macht... Karten. Tell me about the card Justice. Ah, Justice. Ah. Also war das doch das. Okay. Nein, ah! Hilfe! Nice! 19 Münzen? Achso, da waren noch ein paar, ne? Ich wollte mich gerade verarscht fühlen. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Sprich, wir wollen den Shop finden. Das halbe Herz nehmen wir mit. Das Ganze da drüben lassen wir erst nochmal liegen. So. Bam. Au. Ey, ihr Spuckköpfe da in der Mitte, hört auf damit. Hm, nee, ich will doch noch. Ich will doch erst in den... Das ist schon jetzt Mom, ne? Stürmt. Nope. Da, das ist ein Teufelsbettler. Macht quasi das gleiche wie diese... Blutbank. Bloß halt als Bettler. Sprich, man gibt ihm... Herzen und Herzen und Herzen und irgendwann vielleicht gibt er einem ja mal was. Okay. Ich blicke gerade voll nicht durch den Raum. Ich baller einfach mal immer in eine Richtung, in der Hoffnung, dass genau was eben passiert ist, Fliegen erscheinen. Au. Hille, Tiersab. Ja, wallo. Nö, das ist ein Aua-Raum. Da wollen wir nicht rein. Wir kümmern uns erstmal um die beiden Rennfreaks hier. Stirb, okay. Jetzt kann der Rest platzen. Platze! Platze! Und auch du! Platze! Okay, stirb. Oh. Wir haben noch das Game Kit, genau. Oh, das war schlecht. Das war sogar sehr, sehr schlecht. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, ich warte hier. Okay. Nein, nicht.
Silberherz. Silberherz, was haben wir hier? Judgment. Okay, Judgment. Genau das war das, was ich nicht wusste. Justice wusste ich ja, aber Judgment nicht. XX Judgment. Erzeugt einen Bettler. Ah, okay. Okay, okay. Nice. Bei dem Bettler erzeugen wir bitte in einem Raum, wo nichts drin steht. Hier. Ein normaler Bettler. Wir könnten ihm jetzt 4 Münzen geben, ohne dass es Kackjes wäre. Oh Gott, nein. Die Liefer. Die schrecklichsten Gegner im gesamten Spiel. Diese verkackten Hüpfdinger. Okay, einer ist tot. Au. Oh Gott, endlich. Okay. An unserer Münzenanzahl hat es nicht geändert. Blob, blob, blob. Blob, 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 blob. Nice, Fliege. Auf geht's. Verreck. Eine Münze mehr, sehr gut. Und noch 2 Münzen, 3 Münzen mehr. Okay, Arcade Room gucken wir erstmal noch nicht rein. Oh Gott, was zur Hölle. Was macht ihr da? Was baut ihr denn da für eine Party? Die machen eine Party. Ich glaube, ich bin nicht eingeladen. Ah, oh genau, laufe ich noch ins Feuer. Was bin ich denn für ein Mongo? Ich hasse diese Ritter. Oh, boah, komm, da. Du gehst aus, du gehst aus. Ist da der Shop? Da ist der Shop. Ey! Nein! Wieso wurde schon wieder Greed? Will mich verarschen! Diesmal muss ich ihn regulär bekämpfen! Ist doch unfair! Okay, wenigstens das Gamekit. So, jetzt gehen wir auch zum Bettler. Und dann auch in den Spiele-Zockraum-Dings. So eine Scheiße. Was haben wir hier? Ach so, noch unsere Devil-Karte. Nimm all mein Geld. Und gib mir ungefähr sowas. Nice. Kompass zeigt uns alle speziellen Räume auf der Karte an. Da, das machen wir auch noch auf. Oh, was zur Hölle. Okay, das ist cool. Den Eintritt haben wir wieder rein. Ich mag eh keiner. So, The Sun. Oh Gott. The Sun. Sehr gut. The Sun ist die beste Karte in der Welt. Mit The Sun können wir sogar nochmal zum Teufelsbettler gucken. Oh ja. Übrigens, wenn man den Teufelsbettler sprengt, kommen nur 2 Gegner raus. Also den lohnt sich überhaupt nicht zu sprengen. Es sei denn, man will Gegner haben. Dann schon. Noch ein ganzes Herz. Jetzt sind wir voll geheilt. Okay. Sehr gut. Tja, dass wir immer konstant bei gleichen Münzenanzahl bleiben, ist
mittelmäßig optimal. Wie gesagt. Oh! Ich spiele sogar mit dem Automaten da drüben. Bei den Teufelsbettler will ich dann mit. Mache ich dann mit der Sun. Das ist mir sonst zu riskant. Gib mir den Blatt weg. Ich hab Luck ab. Schade. Da drüben liegt noch mindestens ein halbes Herz. Yes! Fuck! Oh! Okay, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Jetzt habe ich echt nicht nachgedacht. Schade. Shit. Ich bin so ein Mongo. Der Bloodbag heilt einen, glaube ich, voll. Sprich, wäre ich jetzt einfach zum Teufelsbettler gegangen, hätte ich es so gemacht. Aber naja, was soll's. Nein, da gehen wir nicht hin. Wo ist der Teufelsbettler? Da nicht. Ich gucke erst noch mal, was da war. Ein ganzes Herz, okay. Wir sprengen ihn von hier unten auf. Man muss da höllisch aufpassen, dass man den nicht kaputt sprengt. Uhuhui. Ein halbes Herz für direkt die Schaufel? Ja, da beschwere ich mich ja mal gar nicht. Die Schaufel ist ja mal. Oh. Oh ja. Hui! Also, ich freue mich ja voll. Die Schaufel macht. Sie buddelt ein Loch in die nächste Ebene. Ja, sie buddelt ein Loch in die nächste Ebene. Man ist dann direkt in der nächsten Ebene, wenn die Schaufel benutzt. Sprich... Moment. Das über... Das nehmen wir mit. Bist du schon Mom? Nein. Sehr gut. Ultra genial! Ich glaube dann... Ich werde mal schauen, ob das klappt. Wenn das klappt, dann überspringe ich Mom. Au. Auf damit, Monstro. Nein. Diesmal nicht. Nein. Nicht schon wieder. Lasermonster? Laser? Nein, jetzt fang noch nicht an rumzuhüpfen. Oh Gott, was ist das denn? Wieso kannst du denn auch noch sowas? Hör auf damit, aber ganz schnell! Burn Penny hätte wieder den Beiß mit. Das finde ich jetzt auch ein bisschen unfair, dass du mir kein Item gibst, ne? Hä? Wieso gibst du mir überhaupt kein Item? Fick dich! Opa! Nein! Unfair! Ich will ein Item! Sehe ich nicht ein! Dafür versuche ich jetzt mal zu überspringen. Nein! Nein, puh! Wieso bin ich hier reingegangen? Ihr bringt mich zwar jetzt nicht direkt um, aber... Eine von euch ist tot. Zwei von euch sind tot.
scheiße seid ihr trotzdem. Okay, ich habe keinen Schaden von euch genommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und fliege, nein, flieg nicht in den Depp rein. Ich hole mir dann nochmal eben das Herz. Wenn es klappt, wenn ich glaube, wie es ist, behalte ich sogar mein Game Kit. Weil ich glaube, die Schaufel gräbt einfach nur so eine Falltür zur nächsten Ebene. Ja, wieso nicht? A Dime. Ich spiele noch ein bisschen. Tut mir leid, aber die Karte ist noch ein bisschen geiler. Okay. Wir gehen. Game Kit und Woody! Wir haben Mom übersprungen. Erfolgreich! Nice! Na komm! Spiel jetzt nicht aufhängen. Komm schon. Ich hasse dich. Dich jetzt aufhängen? Plopp! Beende ich den Part trotzdem. Ciao!